Das ist das Unternehmen Water. Es produziert Getränke in Plastikflaschen, da es günstiger ist wie ein Glasflasch. Das ist Bob. Er wirft seine leere Plastikflasche ins Meer, da er denkt, das Meer gehört ja nicht ihm. Das Meer ist für alle zugänglich und sauberes Wasser kostenlos. Also fühlt sich niemand für das Meer verantwortlich. Das ist Justus, der sich jetzt aufregt, da er mehr Steuern zahlen muss für die Meeressäuberung. Jede Tonne Plastik macht einen wirtschaftlichen Schaden von 29.000 Euro. Unternehmen Water zahlt nicht von sich aus für die Säuberung der Meere. Deswegen muss Justus mehr Steuern zahlen. Folgen des Plastikmüll ist, dass Tiere Plastik mit Essen verwechseln und es essen und daran sterben. Lösungen sind zum Beispiel Gesetze, die Water verbieten, Plastik zu nehmen, was neu hergestellt wird, sondern nur recyceltes Plastik. Oder Spendenaktionen für die Meeressäuberung.